Alopecia areata, kreisrunder Haarausfall, ist in der letzten Zeit häufiger in den Medien aufgetaucht. Wenn du was darüber wissen möchtest, ich kläre euch gerne auf. Liebe Leute, ich bin's wieder, Dr. Barbara Meyer-Lehmann von der Vanosti. Ich begrüße euch zu unserem neuen Video. Wir haben heute ein häufig nachgefragtes, interessantes Thema. Und zwar geht es um Haarausfall, nicht Haarausfall allgemein, sondern um den sogenannten kreisrunden Haarausfall, die Alopecia areata. Was ist die Alopecia areata? Wie der Name schon sagt, ist der Haarausfall rund in Kreisform, areat, und er kann in sehr unterschiedlichen Ausprägungen vorkommen und ist auch eigentlich sehr häufig, zumindest und Gott sei Dank, in der minimalen Ausprägung. Oft bei jungen Männern, die auf einmal kreisrunde, haarlose Stellen im Dreitagebad bemerken. Wissen nicht, aber es ist kreisrunder Haarausfall. Es kann sich weiter ausbreiten, dass die Kopfhaut, dieses Kopfhaar völlig verloren geht. Das ist eine totale Alopezie. Und es gibt sogar ganz ausgeprägte Fälle, das ist die Alopecia areata universalis, wo sämtliche Haare ausgehen. Sämtliche Körperhaare, die Wimpern, die Brauen, Schamhaare, Achselhaare, alles. Ein sehr, sehr interessantes, noch nicht ganz aufgeklärtes Krankheitsbild, aber große Hoffnung am Horizont, es gibt jetzt Medikamente, die sehr gut wirken. Der kreisrunde Haarausfall kann mehrere Gründe haben. Es ist noch nicht ganz erforscht. In Diskussion und zum Teil bewiesen sind immunologisch-allergologische Gründe. Manchmal tritt es auch nach Infekten auf. Und wie bei vielen Hauterkrankungen spielt auch die Psyche eine Rolle. Häufiger wird über kreisrunden Haarausfall nach traumatischen Ereignissen berichtet. Die Alopecia areata ist häufig mit Vitiligo verbunden. Vitiligo ist die Weißfleckenerkrankung, wo sich weiße Flecken entwickeln, auf der Haut überall, aber auch im Bereich der Haarwurzeln. Jeder kennt die Geschichte, dass bei schweren traumatischen Ereignissen manche Menschen über Nacht grau-weiß werden, was die Haare angeht. Und man vermutet, dass das im Zusammenhang mit dem Ausfall der normalen Haare und der massiven Entwicklung einer Alopecia über Nacht erfolgt. Das heißt, dass eben die weißen Haare stehen bleiben, der Patient morgens eben ein anderes Erscheinungsbild hat, weißhaarig ist. Die Dermanostik-App können wir die Alopecia areata diagnostizieren. Und eben je nach Schweregrad der Alopecia areata Behandlungsvorschläge unterbreiten. Wir können den Patienten auch über das seit kurzem neu auf dem Markt befindliche Medikament Pratazininimab aufklären, was sehr, sehr gute Erfolge hat, was aber eben nur bei stark ausgeprägter Alopecia areata angewendet wird, bei Fällen, wo mehr als 50% der Kopfhautbehaarung fehlen. Wenn du Haarausfall hast, dir nicht sicher bist, ob es kreisrunder Haarausfall ist und dich informieren und beraten lassen möchtest, melde dich gerne bei uns. Wir Hautärzte und Hautärztinnen beraten dich zur Diagnose und zur Behandlung. Solltest du Probleme mit Haarausfall haben und dich fragen, ob es kreisrunder Haarausfall ist oder sonstiges, lade die App herunter, sende uns einige Fotos zu, fülle den beiliegenden Fragebogen aus und wir antworten innerhalb von wenigen Stunden mit Diagnose und Therapievorschlägen. Falls du mehr Information und Beratung zu Haut, Haaren und Nägeln haben möchtest, abonniere unseren Kanal. Bis dann und tschüss.